Herzlich willkommen zu unserem Webinar DevOps einführen mit Kanban. Wir freuen uns über die hohe Teilnehmeranzahl, die uns bestätigt, dass sehr viele Unternehmen aktuell auf der Suche nach den richtigen Methoden für ihre Transformation sind. Die Teilnehmer, mein Name ist Fehime Thalay, ich bin Client Relationship Manager in Stuttgart und Herr Michael Zerwick wird uns nachher durch den Vortrag führen. Er ist bei Arcano Principal Consultant, aktiv als agiler Coach, zertifizierter Kanban Management Professional und zertifizierter Senior Projektmanager. Zum Vorgehen, Sie haben am Ende des Webinars die Möglichkeit, uns Fragen über das Chat, wie Sie hier auf der linken Seite sehen, einzustellen und wir versuchen diese innerhalb der Zeit zu beantworten. Weitere Fragen werden wir dann offline bearbeiten. Zur Agenda. Nachdem wir Ihnen einen kurzen Überblick geben, wer die Arcano überhaupt ist, wird Ihnen Herr Zerwick kurz erläutern, was unter DevOps zu verstehen ist. Im nächsten Schritt gibt er uns eine kurze Einführung in die agile Change-Methodik Lean Kanban, um dann darauf einzugehen, wie Ihnen Kanban bei der Einführung von DevOps hilft. Im Laufe des Vortrags geben wir Ihnen die Möglichkeit, an kurzen Fragen teilzunehmen und die jeweiligen Ergebnisse auch direkt mit einzusehen. Nach Ende des Webinars werden Sie eingeladen, uns Feedback zum Webinar zu geben. In dieser Feedback-Umfrage bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, zukünftige Themenfelder für Webinare rund um Agilität mit Ihrer Meinung und Wünschen zu beeinflussen. Zudem verlosen wir im Rahmen dieses Webinars 3 halbtägige DevOps oder Kanban Quick-Scan-Workshops im Wert von je 1.000 Euro. Und auch hier können Sie Ihre Teilnahme an der Verlosung über die Feedback-Umfrage direkt nach Ende des Webinars bestätigen. Die Arcando. Hier in Deutschland nicht ganz so bekannt, aber Arcando ist eine in Nordeuropa führende Management- und IT-Beratung mit Hauptsitz in Schweden und dort die Nummer 2 direkt hinter Accenture. Arcando ist an der Stockholmer Börse gelistet, wobei Investoren eine langfristige und stabile Rendite zum Ziel haben. Europaweit sind wir in 5 Ländern vertreten, Schweden, Norwegen, Finnland, Deutschland und Lettland. Die Arcando-Gruppe hat mit rund 1.750 Mitarbeitern europaweit in 2016 einen Umsatz von ca. 240 Millionen Euro gemacht. In Deutschland sind wir in 7 zentralen Standorten vertreten, wie Sie auch auf der Karte sehen können, und sehr stolz auf die Prämierung des Great Place to Work Benchmarks, wie Sie unten links die Zeichen sehen können, beste Arbeitgeber Deutschlands sowie beste Arbeitgeber in der ETK-Branche. Mit unseren knapp 400 Mitarbeitern unterstützen wir unsere Kunden, die Chancen der digitalen Welt auszuschöpfen und Risiken im Vorfeld zu erkennen, zu minimieren und auch zu eliminieren. Dazu haben wir unser Wissen in 5 Practice Areas gebündelt, die hier aufgezeigt sind. Digital Strategy und Transformation, wo es um die Fragestellung geht, wie gestalte ich die digitale Zukunft? Hier sind Themenfelder rund um Agilität gebündelt, wie zum Beispiel agile Change Management Methodik, agiles Innovationsmanagement oder auch Enterprise Architecture Management. In der Practice Area Customer Experience in Commerce geht es um die Fragestellung, wie begeistere ich meine Kunden heute und morgen? Hier bündeln wir Themenfelder rund um Omnichannel, Portale, Content Modeling, Mobile Apps, Digital Asset Management, CRM bis hin zu Analytics. In der Practice Area Digital Workplace und Collaboration geht es um die Fragestellung, wie arbeite ich in der Zukunft? Hier sind Themenfelder gebündelt rund um Intranet, Extranet und auch deren Mobilisierung. Zudem auch sowas wie Business Process Management und das Digitalisieren von Workflows. In der Practice Area Digital Delivery Management und Services geht es um die Fragestellung, wie arbeite ich effizienter? Zum Beispiel bei der Auswahl und Implementierung von Kanban-Werkzeugen unterstützen wir Sie. Aber auch bei Themen rund um Business-Integration, bei Migrationen, Carve-Out. Wir unterstützen auch im Projektmanagement, im Testmanagement, ebenso im Service-Management. Die Practice Area Smart Life, da geht es um Fragestellungen, wie ändert sich das Leben in der digitalen Welt? Beispielsweise unterstützen wir hier BMW im Bereich Connected Car mit der Smartphone-Anbindung an die Head Unit. Soweit zur Firmenvorstellung. Ich begebe jetzt an den Herrn Michael Zerwick, der Sie als nächstes mit dem Thema DevOps beschäftigt, beziehungsweise Ihnen da eine kurze Einführung gibt. Ja, vielen Dank, Fehime, für die einleitenden Worte. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen.
Wir wollen uns anschauen, was ist denn DevOps eigentlich mit den klassischen W-Fragen der Sesamstraße. Dazu schauen wir uns zunächst mal eine Word Cloud an, die aufzeigt, welche Begrifflichkeiten verschiedene Personen hinter dem zentralen Begriff DevOps sehen. Soll an sich nur aufzeigen, dass es eben ein sehr vielschichtiges Thema ist, dass je nachdem, wen man fragt, dann doch abweichende Ergebnisse liefern würde. Deshalb schauen wir uns eine Definition an, die, denke ich, hilfreicher ist, uns mit dem Thema DevOps anzunähern. Eine sehr gute Definition meines Erachtens ist diese hier von Rob England, wo aufzeigt, dass es sich bei DevOps eben nicht um eine spezielle Methodik oder Framework oder ein Tool etc. handelt, sondern um eine Philosophie. Eine Philosophie, die uns helfen soll, die zwei Bereiche Softwareentwicklung und Betrieb zu verbinden, zusammenzubringen, sowohl auf der Ebene der Kultur als auch Techniken, Methoden, Tools etc. und uns dabei helfen soll, die Geschwindigkeit von der Auslieferung letztendlich von Nutzen oder Wert an den Kunden zu verbessern, zu beschleunigen und dabei auch die Qualität zu verbessern und natürlich die Geschwindigkeit zu erhöhen. Was ist DevOps letztendlich, wenn wir uns die drei Prinzipien oder auch die Three Ways anschauen, von Flow über Feedback nach kontinuierlichem Lernen und Experimentieren? Dann sehen wir zunächst im ersten Schritt im Prinzip den Weg von links nach rechts im Prozess, im Flow. Was ist damit gemeint? Und unter anderem Systemdenken, System Thinking, also das Ganze, den kompletten Prozess als eines zu verstehen und nicht Einzelteile, einzelne Teams. Das Ganze ist wichtig. Auch hier gilt nicht America first, sondern Value first, das heißt Nutzen zu erzeugen für den Kunden ist das Wichtigste, was wir mit im Flow oder in diesem Prinzip hier verfolgen. Das können wir erreichen, indem wir mit kleineren Losgrößen arbeiten. Auch das Stichwort MVP sei hier genannt, Minimum Viable Product, also das kleinstmögliche Produkt, um ein Feature in der ersten Stufe zu erstellen. Das Stop-the-Line-Prinzip soll heißen, wenn Fehler auftreten im Prozess, sollen diese nicht danach in die Prozessschritte weitergegeben werden oder die Produkte, Totalprodukte, die da entstanden sind, sondern sofern die nicht sofort oder zeitnah aufgelöst werden können, wird der komplette Prozess angehalten und alle dafür notwendigen Kollegen zur Lösung des Problems herangezogen. Letztendlich geht es darum, den Gesamtfluss der Arbeit innerhalb des Gesamtprozesses end-to-end sozusagen zu verbessern und dabei darauf zu achten, dass eben keine lokalen Suboptimierungen entstehen, sondern immer Optimierungen gemacht werden, die das Gesamte verbessern. Und auf den zweiten Schritt schauen, das zweite Prinzip Feedback, letztendlich der andere Weg von rechts nach links zurück, mit dem Ziel eben ein schnelles und konstantes Feedback zu erzeugen. Feedback kann sein, wie hier beispielhaft aufgeführt, eben die Meinungen, Sichten der einzelnen Personen, Testergebnisse, die da durchgeführt wurden oder eben auch KPIs, die kontinuierlich gemessen werden. Wichtig ist auch, dass man Probleme analysiert, Root Cause Analysis durchführt, um eben zukünftiges Auftreten von Problemen zu vermeiden. Wenn man das so tut, erreicht man Qualität am Entstehungspunkt, also dort, wo ein Produkt oder ein Teilprodukt erzeugt wird und eben nicht erst 3-4 Schritte später. Man kann das Wissen an der Stelle entwickeln oder weiterentwickeln, wo es eben benötigt wird, versuchen Wissensinseln abzuschaffen oder zu reduzieren und so insgesamt das Gesamtsystem safe to fail zu machen, soll heißen, in komplexen Systemen, wo wir uns bewegen, eben in der Softwareentwicklung oder in der IT insgesamt, wird es nicht verhinderbar sein, dass Probleme auftreten und wenn wir über diese
Schritte wie aufgezählt, Feedback insgesamt damit umgehen können, dass Probleme auftreten und diese schnell lösen, dann werden wir quasi safe to fail, wie man so schön sagt. Das dritte Prinzip ist dann, eine Kultur zu entwickeln, die kontinuierliches Lernen und vor allem das Experimentieren fördert. Das soll heißen, ja, dass eben Risiken eingegangen werden und das Lernen gefördert wird, sowohl aus Erfolgsgeschichten, aber auch Fehlern, die immer wieder auftreten werden und es eben auch fördert und erlaubt. Es gibt teilweise Vorgehen, die ganz explizit Fehler einbauen, um diese Entwicklung, das Lernen aus Fehlern zu fördern. Letztendlich geht es auch darum zu verstehen, dass die Übung den Meister macht, wie man so schön sagt, durch kontinuierliches Wiederholen und Praktizieren der Prozessschritte, um somit Mastery, wie man im Englischen sagt, oder das Können oder die Exzellenz zu erreichen. Warum machen wir das Ganze? Was sind grundlegende Fragestellungen im IT-Management, die wir beantworten oder verbessern wollen? Das sind zentral die dunkelblauen, die auch fachlich wichtig sind. Wie bringe ich meine Produkte schneller an den Markt oder wie erreiche ich eine bessere Qualität, sowohl im Prozess als für meine Produkte oder Services? Letztendlich die Frage, wie arbeite ich effizienter? Wie kann uns DevOps dabei helfen? Warum machen wir DevOps? Ein zentraler Punkt von DevOps, wie wir jetzt kennengelernt haben, sind ja häufige Releases, Nutzen an den Kunden zu bringen. Was ist das, wenn man das vergleicht, wenn man das nicht so häufig tut? Hier im Schaubild dargestellt über die Zeit, wenn Veränderungen im Sinne weiterer Features entstehen, heißt es entsteht Investition und wenn ich das über längere Zeit tue, ist das halt eine hohe Investition, die ein hohes Risiko mit sich bringt, unter anderem was die Zeit angeht, um Fehler zu entdecken und natürlich auch diese aufzulösen, TTD, to detect und to resolve, TTR. Im Gegensatz dazu, wenn man häufig released, hat man eben für einen bestimmten Zeitabschnitt eben relativ kleinere Investitionen und somit eben auch ein kleineres Risiko. Ja, warum überhaupt? Wieso machen wir das? Was wollen wir damit erreichen, wenn wir DevOps tun? Das will ich am Beispiel oder konkret hier mit dem Status Report zu DevOps aus 2017, der seit kurzem verfügbar ist, aufzeigen. Ja, was sind, hier werden High Performer im Thema DevOps mit Low Performern verglichen. Was sind die High Performer? Da gehören Amazon, Google, Netflix und Co. dazu. Hier sichtbar der Vergleich von 2016 von High Performern gegenüber Low Performern beim Thema Häufigkeit von Auslieferungen. Da waren es 200-fach mehr Auslieferungen bei High Performern. Hier sieht man zu 2017, dass sich die Low-Performer verbessert haben. Wenn wir die Lead Time for Changes anschauen, also die Zeit von Einreichung eines Changes bis zur Auslieferung dessen, waren es im letzten Jahr die High-Performer 2,5-fach schneller und haben ein extremes Wachstum an der Stelle gemacht und fast das 200-fache sich verbessert gegenüber den Low-Performern. Ähnlich, nicht ganz so extrem, auch bei der Zeit, um eine Recovery von Fehlersituationen herzustellen. Da waren wir letztes Jahr 24-fach schneller, die High Performer, gegenüber 96, also nochmal viermal stärker verbessert gegenüber den Low Performern. Und last but not least, die Change Failure Rate, also wie oft haben Changes zu Fehlern in der Produktion geführt, haben wir auch nochmal fast eine Verdopplung, dass im letzten Jahr ein Drittel, also nur 33% so häufig, wie es üblicherweise bei High-Performern passiert ist und dieses Jahr eben nur noch 20% so oft passiert. Also auch hier nochmal eine deutliche Steigerung, die sich auch in diesen rechts dargestellten KPIs darstellt, nämlich, dass die High-Performer
bis zu 21% weniger Zeit für ungeplante Arbeit oder Nacharbeiten aufwenden mussten. Unter anderem das hat letztendlich dazu geführt, dass sie bis zu 44% mehr Zeit in neue Arbeit oder zusätzlichen Nutzen, wenn man so will, investieren konnten. Key Findings aus dem Report waren letztendlich, dass man erkennen konnte, dass High Performer ähnliche Charakteristiken aufweisen. Da ist aufzuführen, dass sie visionär sind, also Ziele, Strategien, Visionen haben, die sie vermitteln können, inspirierend und motivierend kommunizieren mit ihren Mitarbeitern, diese intellektuell stimulieren, soll heißen, die challengen, sich zu verbessern und eben auch unterstützend führen, agiles Leadership zeigen und eben auch als Führungskräfte Verbesserungen an den Prozessen oder erreichten Zielen erkennen und es auch kommunizieren und die Menschen, die da beteiligt sind, dafür loben. Ja, letztendlich, wie man da auch oben aus den Zahlen sehen konnte, unterscheiden sich die High Performer eben auch dadurch, dass sie darauf schauen, dass sie ihren Durchsatz erhöhen und auch auf Qualität achten und bessere Stabilität, was vor allem die unteren drei Themen hier angeht. Ja, letztendlich kann man ganz allgemein sagen, dass Lean Production Management die Organisation als Ganzes performanter macht. Und natürlich gibt es auch technologische Punkte, auf die ich heute nicht eingehen will. Die ist jetzt nicht der Hauptaspekt unseres Vortrages heute, ist nachzulesen in diesem Report, der frei verfügbar ist. Ja, wie schafft man es dann letztendlich, DevOps einzuführen, zum Beispiel mit dem ganzheitlichen Ansatz von der Arcando, die natürlich die Anwendungsentwicklung betrachtet mit dem zugehörigen Testmanagement, aber auch Governance-Themen wie Enterprise Architecture und Security. Auf der anderen Seite natürlich die Betriebs-Ops-Aspekte mit Infrastruktur und Anwendungsbetrieb oder den zugehörigen Serviceanteilen, die in unserem Service-Management hier subsumiert sind. Aber was wir uns heute anschauen wollen, eben die Organisationsentwicklung, die dafür notwendig ist, sowohl in der Ablauf- als auch in der Aufbauorganisation, wobei wir uns eher auf die Ablauforganisation konzentrieren wollen heute. Ja, so viel zu DevOps. Was ist DevOps? Dann möchte ich zum nächsten Abschnitt kommen. Lean Kanban, was ist das eigentlich? Kurz und knapp. Wenn Ihnen Ihr Chef im Aufzug begegnet, wäre das eine Möglichkeit, Kanban oder Lean Kanban zu erklären. Ja, es ist eine agile Methode für evolutionäres Change Management, ursprünglich in der IT, mittlerweile aber in der gesamten Wissensarbeit. Ziel dabei ist es, einen bestehenden Prozess inkrementell in kleinen Schritten zu verbessern und das Ganze immer auf Basis der Visualisierung des aktuell gelebten Prozesses und somit zu ermöglichen, dass man mit relativ einfachen Mitteln, die wir uns gleich noch anschauen, Durchlaufzeiten, Effizienz und auch Wertschöpfung insgesamt schrittweise verbessern können. David J. Anderson bezeichnet als Erfinder des IT-Kanban oder Lean-Kanban das auch als ein alternativer Weg zur Agilität. Ja, wie sieht die Architektur von Kanban aus? Auch hier ist das Fundament, die Werte, auf denen Kanban aufsetzt, die aus dem Lean-Umfeld und natürlich auch aus dem agilen Umfeld kommen, auf die ich aber nicht detaillierter noch eingehen möchte heute aufgrund der Zeit. Was wir uns anschauen werden, sind die Prinzipien, die diese Werte letztendlich formulieren, wie man sie anwenden kann. Und beides findet letztendlich Anwendung in der Durchführung der Praktiken, die wir uns auch gleich anschauen werden, was ich letztendlich tue, wenn ich Kanban mache, sozusagen. Beides oder alle drei Themen haben zwei Aspekte, nämlich einmal die Service Delivery, also was mache ich da eigentlich, welchen Prozess betrachte ich da und als Change Methodik natürlich die Change Aspekte. Dann wollen wir zum Prinzipien übergehen, die haben, wie gesagt, diese zwei Aspekte. Daher zunächst den Change Management Aspekt. Da haben wir vier Prinzipien. Geht los, dort zu starten, wo man eben heute ist. Das, was heute gemacht wird in der Softwareentwicklung oder im Betrieb,
genau das, was gelebt wird, das wollen wir abbilden. Nicht das, was beschrieben ist, sondern das, was gelebt wird und auch nicht das, was man gern hätte, sondern das, wo wir heute stehen, das ist, bilden wir ab. Wichtig, wenn wir Kanban oder auch DevOps einführen wollen, ist, dass sich alle Beteiligten darauf einigen, dass es ein evolutionäres Vorgehen ist. Kanban ist evolutionär, will nicht von heute auf morgen Verbesserungen erzeugen, was meines Erachtens sowieso nicht möglich ist. Das heißt, es braucht Zeit und da müssen alle Beteiligten einig sein, dass man diesen Weg der Verbesserung verfolgen möchte. Ja, Respekt ist einer der zentralen Werte von Kanban und dieses dritte Prinzip formuliert das, dass man eben, wenn man da startet, wo auch immer, erstmal alles, was da ist, als gut oder in Ordnung betrachtet und alle Prozesse, Rollen und so weiter bleiben erstmal bestehen und werden in der Form respektiert. Last but not least in diesem Change-Aspekt, das vierte Prinzip, ermutige zu Führungsverhalten auf allen Ebenen, geht Richtung den Führungskräften, die das natürlich idealerweise auch vorleben. Was bedeutet das Führungsverhalten? Man kann Führungsverhalten zeigen, auch ohne explizite Führungsrolle, indem man zum Beispiel für das, was man tut, Verantwortung zeigt, auch dort Probleme aufzeigt, auch wenn es einen vielleicht zunächst in ein schlechtes Bild drückt, aber letztendlich geht es darum, die Probleme aufzuzeigen und vielleicht auch mit Vorschlägen zu kommen und so eine Art von Führungsverhalten zu zeigen. Der andere Aspekt der Prinzipien ist die Service Delivery, die Leistungserstellung unter dem Stichwort Fit for Purpose. Fokussiere auf den Kunden, stell den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt deines Arbeitens. Versuche zu verstehen, was er braucht, was er will, was ihm weiterhilft und richte dich danach aus. Zweites Prinzip in diesem Aspekt ist Stichwort Selbstorganisation. Insbesondere die Führungskräfte sollen darauf achten, dass sie nicht die Menschen direkt steuern, sondern die Arbeit, die Aufgaben, die erledigt werden sollen und somit den Mitarbeitern die Möglichkeit zur Selbstorganisation zu lassen, um denen die Freiheit zu geben, das eben in der aus ihrer Sicht sinnvollsten Art die Arbeit zu leisten. Ja, last but not least geht es noch um Prozessregeln, die wir benutzen in einem Kanban-System, in einem Prozesssystem, um ja, die Arbeit zu steuern, also letztendlich den Fluss zu steuern von links nach rechts. Und diese Regeln sollen wir so verbessern und weiterentwickeln, dass sie sowohl zum Ergebnis des Kunden als auch für das Geschäftsergebnis unserer Firma selbst und letztendlich, das ist wahrscheinlich eher hier rein formuliert, implizit auch so, dass der Mitarbeiter und alle Prozessbeteiligten auch von der Entwicklung profitieren in Hinsicht Work-Life-Balance und Nachhaltigkeit. So viel zu den Prinzipien, dann kämen wir jetzt noch zu den Praktiken. An der Stück 6, Arbeit visualisieren wäre der erste Schritt. Wie sieht das konkret aus? Wie schon gesagt, wir visualisieren den Prozess, der gerade gelebt wird, indem wir die Prozessschritte als Spalten abbilden, hier dargestellt die Überschriften für die einzelnen Prozessschritte. Dann haben wir Arbeit, die durch den Prozess fließt, von links nach rechts, als Kärtchen abgebildet, Post-its, whatever, um den Arbeitsfluss darzustellen durch den Prozess. Und man hat dann noch die Möglichkeit, zeilenweise in sogenannte Swimlanes aufzuteilen. Das gibt verschiedene Arten, was man da abbildet. Da gibt es keine Vorschrift in Kanban. Hier wird es ein Zeitaspekt mit einer Fastlane, die vielen bekannt ist, dargestellt. Die zweite Praktik wäre dann, die Arbeit zu limitieren. Das heißt, eine Balance zu schaffen zwischen den Anforderungen, die auf das System einströmen und der Kapazität, die letztendlich im System vorhanden ist. Das macht man in der Praxis durch Limits, die auf dem Board über den Spalten jeweils dargestellt sind. Es gibt auch Zellenlimits der Vollständigkeit halber, die man hier jetzt aber nicht hatten. Bedeutet letztendlich, dass im jeweiligen Prozessschritt eben nur eine gewisse Anzahl
von Arbeit zu einem Zeitpunkt vorhanden sein soll. Damit erreichen wir, dass wir weniger Arbeit insgesamt im Prozess haben, damit schnellere Durchlaufzeiten erreichen und wie gesagt eben mit dem Ziel, die Balance da herzustellen. Ja, die dritte Praktik wäre dann, was ich teilweise schon angesprochen habe, den Arbeitsfluss zu steuern mit den angesprochenen Prozessregeln. Da sind die Limits eine Art der Prozessregeln und da kommen weitere Beispiele wie die Definition of Done hier angedeutet, die sicherlich vielen bekannt ist, aber auch eine Definition of Ready, wann bin ich überhaupt bereit in einen Prozessschritt oder einen Folgeprozessschritt einzutreten oder eben auch gewisse ja, Motti, wenn man so will, wie zum Beispiel das bekannte Start, Finishing, Stop, Starting, soll heißen, mach lieber mal da hinten was fertig, bring Arbeit aus deinem Prozess, erzeuge Nutzen, bevor wieder von vorne neue Arbeit in den Prozess gezogen wird. Ja, die Steuerung von Prioritäten oder zeitlichen Anforderungen ist auch was, was mit Prozessregeln gesteuert wird, wie man eben mit solcher Art von Arbeit umgeht. Das alles sind Möglichkeiten, wie ich den Arbeitsfluss steuern kann. Dazu gehört natürlich auch, wie ich mit Fehlern umgehe, um das noch als Beispiel zu nennen. Die nächste Praktik wäre dann diese Prozessregeln, die wir gerade zum Arbeitsfluss steuern verwenden, zu veröffentlichen, implizit zu machen, sichtbar zu machen. Da haben wir ja gerade auch schon die Definition of Done als ein Beispiel angesprochen. Die soll eben für jeden zugänglich sein, dass er weiß, dass es die gibt und auch anwenden kann. Und damit wären wir mit den Aspekten, die jetzt mehr Richtung Service Delivery oder prozessuales, mechanisches, sage ich jetzt mal, eingehen, fertig. Aber hier findet dann der Übergang statt zu den Change-Management-Themen. Und da ist es eben wichtig, dass die Sichtbarkeit der Prozessregeln da ist und damit die Möglichkeit bietet, dass die eben auch diskutiert werden können, wenn die eben nicht mehr so ganz passen oder festgestellt wird, dass vielleicht welche fehlen, dass man die eben ergänzen kann. Der zweite Change-Management-Praktik oder die fünfte Praktik insgesamt wären dann die sogenannten Feedback-Schleifen, diese einzubauen. Was sind Feedback-Schleifen? Letztendlich sind es nichts anderes als Meetings, die eben in gewissen Rhythmen, in sogenannten Kadenzen stattfinden sollen. Die institutionalisieren damit eben Kommunikation und auch Feedback, natürlich vor allem, dass sowohl durch Austausch von Beobachtungen, Meinungen etc. pp. Stattfindet, aber eben auch durch Metriken, was bei Kanban eine ganz große Rolle spielt, um so eben auch Veränderungen festzustellen. Last but not least, experimentell und gemeinschaftlich wollen wir uns verbessern. Was heißt experimentell? Dass wir eben ausprobieren, so auf gut Deutsch. Ja. Es darf auch was schief gehen, weil daraus können wir, wie vorher schon im DevOps-Teil angesprochen, lernen, sowohl von den Erfolgen und sicherlich auch ganz besonders von Fehlern, die wir gemacht haben, diese natürlich zukünftig nicht mehr zu machen. Das Ganze soll gemeinschaftlich ablaufen, das heißt, sollte, wenn wir so Verbesserungsmaßnahmen definieren, keiner der Beteiligten dagegen sein. Es muss aber auch kein Konsens vorhanden sein. Das heißt, einer muss nicht unbedingt überzeugt von der jeweiligen Thematik, die da zu entscheiden ist, sein, aber er sollte auch nicht dagegen sein. Wir sprechen dann von einem Konsens. Ja, das sind die sechs Praktiken, die wir anwenden, wenn wir Kanban tun. Auch hier gibt es diese zwei Aspekte, die ich schon erläutert habe. Dann kämen wir jetzt noch abschließend in diesem Abschnitt zu den Vorteilen, die man mit Kanban erreichen kann. Die sind sehr vielfältig. Ich möchte heute mich auf ein paar wenige konzentrieren, die jetzt aus meiner Sicht für DevOps interessant sind, nämlich, dass wir diese Kultur einer kontinuierlichen Verbesserung durch Kanban und diese Feedback-Zyklen etc. fördern. Ganz wichtig ist, wir haben hier eben nicht nur eine Teamsicht wie bei anderen agilen Vorgehensweise, sondern wir schauen uns eigentlich immer den gesamten Prozess idealerweise an oder zumindest Prozessausschnitte, die über Teamgrenzen hinweg gehen, wie eben bei DevOps. Wir wollen damit die Nachhaltigkeit steigern, Zufriedenheit auch der Mitarbeiter verbessern.
Steigerung der Agilität ist natürlich sicherlich das Gesamtthema, was wir erreichen wollen, Gesamtziel, das wie gesagt in evolutionären Schritten und die Zusammenarbeit, wie eben hier zwischen Dev und Ops, verbessern und last but not least generell eben Prozessverbesserungen erzeugen, sei es durch Automatisierung zum großen Grad, aber auch die Art und Weise, wie wir mit anderen Parteien zusammenarbeiten, um dort eben schneller zu werden in Summe. Ja, damit wären wir mit den ersten beiden Hauptteilen durch. Wir wollen jetzt mit Ihnen eine Kurzumfrage durchführen, um mal zu sehen, und Sie alle sehen dann auch das Ergebnis hier, wie, was bei Ihnen für Methoden zur Einführung anstehen oder konkret eben DevOps und Kanban. Und da würde ich jetzt die Kollegin bitten, dass sie für die Teilnehmer die Abfrage einbildet. Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt alle Teilnehmer bitten, diese zu beantworten in 10, 20, 30 Sekunden und die Antwort abzuschicken. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir da vom Ergebnis sehen. Ja, das Ergebnis ist da. Also 5% sind schon so gut, dass sie denken, sie brauchen nichts zu tun. Das ist auch schön. 20% würden DevOps verbessern wollen. Das heißt, die machen schon DevOps. 55%, also mehr als die Hälfte, möchten DevOps einführen, Kanban verbessern, möchten 25%, das heißt, die machen auch schon was mit Kanban, und 40% möchten Kanban einführen. Da waren ja Mehrfachnennungen möglich, deswegen haben wir insgesamt über 100%. Ja, vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Kurzumfrage hier während dem Webinar. Ja, dann kommen wir jetzt zum dritten Teil unseres Webinars, wie kann man DevOps einführen mit Hilfe von Kanban. Nochmal eine kleine Wiederholung zur Definition. Lese ich jetzt nicht alles vor, das haben wir ja zu Beginn behandelt. Ziel, wie gesagt, sind Verkürzung von der Time to Market mit diversen Vorteilen und auch die Steigerung natürlich der Qualität sowohl des Prozesses als auch des Produktes oder des Services, das innerhalb des Prozesses erzeugt wird. Ja, was ist denn die Herausforderung, wenn man DevOps einführen will? Ja, wir haben zwei, ja, vielleicht sogar konträre Bereiche mit der Anwendungsentwicklung auf der linken Seite und dem IT-Betrieb auf der rechten Seite. Da gibt es hin und wieder mal Spannungsfelder, weil die Links sagen, ja, sie würden gerne mal agile Methoden ausprobieren, schneller auf Umgebungen zugreifen können, vor allem auf neue, die erstellt werden sollen. Ja, die stehen natürlich unter Zeitdruck, weil sie teilweise Ad-Hoc-Anforderungen kriegen oder eben auch, ja, Zeitvorgaben von den Kunden bekommen. Dann möchten sie auch mal innovative Technologien ausprobieren. Das alles steht oftmals im Gegensatz zur rechten Seite des IT-Betriebs, die natürlich auf Stabilität Wert legen. Ja, ein Betrieb, der muss ja laufen. Dazu ist Kontrolle zum gewissen Grad wichtig und es braucht verbindliche Release-Zyklen, Phasen, und letztendlich möchte der Betrieb da möglichst bewährte Komponenten einsetzen, die eben nicht seine Stabilität gefährden. Ja, wie bringt man so zwei, ja, gegensätzliche, vielleicht sogar Bereiche dazu, zusammenzuarbeiten? Letztendlich müssen wir eine Veränderung herbeiführen. Die Frage ist, wie? Da haben sich schon schlaue Leute dazu Gedanken gemacht. Einer der bekannten Herrschaften in dem Bereich ist John Kotter. Der hat 8 Schritte empfohlen, die man durchlaufen soll, um, ja, eine Veränderung im Unternehmen oder eben einen Bereich herbeizuführen. Die Frage hier ist natürlich aber auch, wie unterstützt Kanban dabei, um hier den ersten Schritt zu gehen, das Gefühl der Dringlichkeit zu vermitteln oder, wie wir ja auch im Englischen sagen, the sense of urgency,
ja, sichtbar zu machen. Das kann man dadurch tun oder macht es letztendlich dadurch, dass es schon allein visualisiert. Wir sehen oftmals die Probleme schon auf dem Kanban-Board. Ansonsten hilft natürlich das Vermessen der Prozessstrecken, um dort festzustellen, wo Probleme sind. Dann empfiehlt John Cotter, eine Führungskoalition aufzubauen, also sprich Change braucht Führung. Da hilft ein Tool oder auch eine Methodik wie Kanban wenig dabei. Ja, das ist eine Führungsaufgabe, das ist notwendig, unabdingbar. Das muss geleistet werden, genauso wie eine Vision oder Strategie zu entwickeln. Da ist Kanban genauso wenig hilfreich dabei wie jedes andere Tool oder Methodik. Kanban kann dann wieder unterstützen, wenn es darum geht, die Vision oder die Strategieziele zu kommunizieren mit Hilfe der Feedback-Loops, die letztendlich Kommunikation institutionalisieren. Beim fünften Schritt, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, ist es auch sehr hilfreich, weil das ist letztendlich die grundsätzliche Vorgehensweise von Kanban, dass man problemgetrieben arbeitet. Wer kein Problem hat, hat keinen Antrieb. Deswegen brauchen wir so zum gewissen Grad sogar kleine Hindernisse, sage ich mal, um uns so Schritt für Schritt voran zu verbessern. Ja, dann sollen die sichtbar gemacht werden, die Erfolge, die natürlich möglichst kurzfristig auch schon erfolgen sollen. Ja, da ist Kanban hilfreich, weil relativ schnell Erfolge erzielt werden können nach Einführung von Kanban. Und dadurch, dass man diese messen, kann man sie nachweisen und auch sichtbar machen. Die weitere siebter Schritt, Veränderungen weiter anzutreiben, nicht nachzulassen, das ist, denke ich, eine der größten Herausforderungen in einer Change-Initiative, nachdem so die ersten Erfolge da sind, nicht aufzugeben, weil man ja schon so gut geworden ist. Nein, man kann sich immer verbessern und das kann man mit Kanban in der Form tun, dass man eben auch Verbesserungen managt, was direkt empfohlen wird auch von Kanban, dass man zum Beispiel Verbesserungsmaßnahmen genauso auf ein Kanban-Board bringt wie jede andere Aufgabe, die ja auch Zeit kostet, Verbesserungen durchzuführen und so managt, dass man sich quasi selbst dazu zwingt, Verbesserungen herauszufinden und auch durchzuführen. Last but not least wollen wir die Veränderungen, die wir da erarbeiten, auch in der Unternehmenskultur verorten, verankern. Da hilft Kanban natürlich durch seine Change-Management-Praktiken ganz speziell, um eine Veränderungskultur als solches zu implementieren. Aber es geht ja dann hier auch speziell jetzt im Sinne von Cotter auch darum, das, was man an Verbesserungen schon konkret erreicht hat, in die Kultur zu verankern, das heißt, halt darauf hinzuarbeiten, dass das, sag ich mal, in den Praktiken oder in den Prozessregeln implementiert wird, sodass das kontinuierlich ausgeführt und ja, in den Köpfen verankert wird. Und so hilft eben Kanban auch dabei, hier Veränderungen ganz allgemein herbeizuführen. Jetzt steht die Frage Richtung DevOps nochmal, wie motivieren wir auch diese beiden teilweise konträren Bereiche, Dev und Ops. Da kann hilfreich sein, dass man, oder da ist hilfreich, dass man letztendlich ein gemeinsames Ziel hat, nämlich den Nutzen im Business-Prozess zu erzeugen. Wenn wir uns einen Gesamtprozess anschauen, hier vom Auftraggeber ganz links mit seiner Anforderung über die Projektarbeit, Erstellung der Software, Integration, Test bis hinten zur Auslieferung und der eigentlichen Nutzenerzeugung, die immer erst am Schluss des Prozesses beim Auftraggeber entsteht. Das heißt, alle Beteiligten sitzen letztendlich in einem Boot, Dev und Ops und natürlich auch der Kunde. Das heißt, da habe ich schon eine Führungskoalition. Ja, letztendlich, und es ist in unserem heutigen Zeitalter von der Digitalisierung noch wichtiger als jemals zuvor, dass die Gesamtwettbewerbsfähigkeit der Unternehmung, der gesamten Unternehmen von einer leistungsfähigen IT abhängt. Das heißt, ich habe die Dringlichkeit, den Sense of Urgency eigentlich schon da und die Strategie
könnte lauten, dass ich eben aus Sicht der IT weg will vom reinen Unterstützer oder teilweise wird die IT ja auch als Verhinderer verschrieben, dass sie sich dorthin entwickelt, dass sie integraler Kernbestandteil des Business wird. Ja, so viel zur Motivation oder Ziel, die die beiden Bereiche zusammenbringen kann. Was könnte die Vision sein? Die Vision müsste eigentlich lauten, ja, High Performer werden in seinem Bereich, in seiner Branche, mit Hilfe von DevOps. Wir haben die Folie ja schon angeguckt, was ja erkennbar war, ist, dass diese Schere, wenn man so will, zwischen den High-Performern und den Low-Performern immer weiter auseinandergeht. Das heißt, umso länger wir warten, umso schwieriger wird unsere Situation. Das heißt, unsere Vision muss heißen, wir wollen High-Performer werden in unserer Branche und das mit Hilfe von DevOps. Ja, nochmal keine Lernkontrolle, ein Späßchen eher. Die drei Prinzipien, die wir vorher uns angeschaut haben. Die Frage ist, wie hilft Kanban dabei, diese Prinzipien oder Vorgehensweisen für DevOps einzuführen? Ja, aus meiner Sicht ist DevOps und Kanban das Dreamteam in dem Umfeld. Warum? Weil die Praktiken und Prinzipien und natürlich auch die Werte einen hohen Überschneidungsgrad haben. Beide kommen aus dem Lean-Umfeld und auch aus dem agilen Umfeld. Und die erste Praktik, Visualisierung, bildet natürlich oder wirkt auf diesen ersten Schritt im DevOps-Umfeld Flow hin. Letztendlich werden all diese Dinge im ersten Schritt durch die Visualisierung und im zweiten Schritt auch durch die Limitierung unterstützt. Dadurch, dass ich eben gezwungen werde, in kleineren Häppchen zu arbeiten, dadurch die Geschwindigkeit erhöhe, Probleme identifiziere, sichtbar mache und eben ja, die Grundlage für Verbesserung schaffe dadurch. Der dritte Schritt, den Prozess oder den Arbeitsfluss zu steuern, arbeitet auch nochmal direkt auf den Flow-Schritt hin. Der vierte Schritt, die Prozessregeln auch sichtbar machen, hilft sowohl für den Fluss, ja, ich brauche sie und das sichtbar machen ist aber der erste Schritt Richtung Feedback-Möglichkeit dazu zu geben und natürlich auch Grundlage für Veränderungen und kontinuierliches Lernen zu sein. Die fünfte Praktik, die Feedback-Loops, zahlen natürlich direkt auf diesen zweiten Schritt ein. Da denke ich, brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Last but not least, ebenso die letzte und sechste Praktik von Kanban beinhaltet ja ebenfalls das kontinuierliche Lernen in experimenteller und gemeinschaftlicher Form. Ja, abschließend zu diesem größten Teil noch, wie wir DevOps mit Kanban einführen, möchte ich noch ein paar Tipps geben, die hilfreich sind, wenn man sie nicht tut. Sogenannten Don'ts, wie man es sicher nicht schafft. Ganz wichtig aus meiner Sicht ist das Thema, keine Cargo Culture zu verwenden. Da gibt es auch einen Spruch dazu, doing agile is not being agile. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich mich nur auf der Ebene der Praktiken, Techniken und Tools aufhalte. Wenn man sich das Ganze als Eisberg vorstellt, muss ich auch unter die Wasseroberfläche gucken, was sind denn eigentlich die Werte, die ich verinnerlichen muss, die Prinzipien, die ich leben sollte, um diese Praktiken da in der geeigneten Form und mit dem richtigen Mindset umzusetzen. Ja, Druck und Zwang ist beides wenig hilfreich, weil, wie zu eingangs gesagt, ist es eben eine evolutionäre Vorgehensweise. Sowohl Kanban allgemein als auch DevOps, das braucht Zeit, da müssen Veränderungen durchgangen werden und da braucht man eben Geduld, weil es werden Rückschläge kommen, so sicher wie das Amen in der Kirche. Murphy ist immer unter uns, wie man in der IT so schön sagt. Das heißt, Ungeduld hilft da genauso wenig. Ja, Tools only, a fool with a tool is still a fool, denke ich, geht in die gleiche Richtung wie die Cargo Culture. Also das ist eine große Gefahr, wenn wir uns mit DevOps beschäftigen, uns nur auf Tools zu konzentrieren.
da auch nochmal der Hinweis, das gesamtheitlich zu betrachten. Last but not least nochmal ein Appell an die Führungskräfte letztendlich. Das Thema Selbstorganisation, was eine große Rolle spielt in diesen Themen oder Delegation allgemein, wird ohne Führung, ohne Leadership, ohne agiles Leadership, um konkret zu sein, nicht funktionieren. Deswegen auch hier nochmal der Tipp und darauf zu achten, dass eben auch die Führung mit, wie wir vorher gesehen haben, den 8 Kotter-Schritten mit von oben runter, mit Strategie, Zielen, Vorgehensweisen da ist und nicht an ein Team delegiert wird, jetzt mal agil zu werden oder DevOps einzuführen. Ja, so viel zum Thema, wie können wir uns eine DevOps-Einführung vorstellen, speziell eben unter dem Gesichtspunkt, wie kann Kanban dabei helfen, DevOps einzuführen. Dann möchte ich noch einen Ausblick geben. Wenn wir nochmal einen Blick auf die Gesamtprozesskette werfen, decken wir, wenn wir so wollen, ab hier IT-Projekt oder sogar auch erst einen Teil davon ab und dann aus Sicht des Dev-Bereiches, Entwicklungsbereiches und dann kommt eben der Integrations-Testbereich, Freigabe und so weiter bis zum Release der Software in Produktion. Diese Bereiche in der Mitte decken wir ab letztendlich mit DevOps, aber es geht eigentlich weiter. Wir wollen uns ja im Sinne der Agilität die komplette Softwareentwicklung, das heißt von der Anforderung vom Kunden bis ganz nach hinten dann auch nachzuschauen, wie kommt es an, wird der Nutzen tatsächlich erzeugt, uns verbessern, agilisieren und dabei gegebenenfalls eben auch skalieren über mehr Wertschöpfungsketten hinweg oder sogenannte Release-Trains. Idealerweise bis hin zu einer agilen Gesamtorganisation. Das heißt, nach DevOps ist quasi der nächste Change. Also lasst uns beginnen, die Changes umzusetzen. Ja, soviel zum Thema DevOps-Einführung. Dann möchten wir noch kurz auf unser Portfolio eingehen. Wie unterstützt die Firma Arcando, sich dabei DevOps einzuführen oder auch Kanban in anderen Bereichen? Ja, wir haben letztendlich ein Beratungsportfolio aus einer Hand, was das Thema DevOps angeht. Wir unterstützen Sie bereits schon, wenn gewünscht, dabei Awareness für das Thema zu erzeugen. Dann natürlich in der Analyse betrachten wir den gesamten Software-Lifecycle, auditieren den gegebenenfalls oder machen sogar Reifegrad-Messungen, Assessments, ehe wir sie dann beim Design zu den Lösungsansätzen und Strategien beraten. Die Einführung selber trennen wir natürlich nicht ab zwischen Fachlichkeit und Kultur auf der einen Seite und Technik auf der anderen Seite. Hier soll nur einfach herausgestellt werden, dass beide Themen wichtig sind und von uns unterstützt werden. Und letztendlich natürlich begleiten wir Sie dabei, diese Umsetzung zu machen und coachen natürlich auch dann, wenn Sie schon DevOps machen und sich nochmal verbessern möchten. Wie schon angesprochen, geht es noch weiter und auch dort unterstützen wir Sie. Kanban-Portfolio separat haben wir an sich auch, da möchte ich aber jetzt gar nicht groß eingehen. Heute ist ja das Thema DevOps im Vordergrund. Letztendlich unterstützen wir, egal um welchen Prozess es geht, die ganze Einführungsthematik bis zum Betrieb eines Kanban-Systems und flankiert mit Schulungen, Change-Management und natürlich auch dem Tooling. Dazu, dann möchten wir jetzt aber Ihnen die Gelegenheit geben, Ihre Fragen loszuwerden und diese nach Möglichkeit natürlich auch zu beantworten. Vielen Dank. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen im Chat uns einzustellen. In dieser Zeit möchte ich auch nochmal hinweisen auf die Feedback-Umfrage, die jetzt im Anschluss an Sie herangetreten wird, beziehungsweise wo Sie aufgefordert werden, uns Feedback zu geben. Dort haben Sie die Möglichkeit, an unserem Verlosung von einem
Quick-Scan-Workshop, ein Halbtages-Workshop im Wert von 1.000 Euro, entweder zum Thema DevOps-Potenziale oder kann man Einsatzmöglichkeiten in Ihrer Organisation zu gewinnen. Wie gesagt, Ihre Teilnahme bestätigen Sie uns bitte in der Feedback-Umfrage und Sie würden dann berücksichtigt werden. Wir haben hier eine Meldung reinbekommen. Ich lese das mal vor. Und zwar sagt da jemand, aus meiner Sicht funktioniert DevOps nur dann, wenn man die Verantwortung von Dev und Ops in einem Team zusammenfasst. Sprich, wenn in Produktion ein Problem austritt, muss der Entwickler das Team dieses Problem lösen und nicht der Ops-Kollege. Sie haben vorher gesagt, dass Kanban im Unterschied zu anderen agilen Methoden über Teamgrenzen hinweg funktioniert. Wenn ich mit Kanban für Dev und Ops wieder unterschiedliche Teams habe, mit unterschiedlichen Verantwortungen, dann wird das aus meiner Sicht nicht funktionieren. Wie sehen Sie das? Ja, da sprechen Sie natürlich einen sehr zentralen Punkt an. Ja, es geht, ich habe es eingangs gesagt, jetzt, da hatten wir uns jetzt drauf konzentriert, sagen wir erstmal um die Ablauforganisation, ja, wie verbessere ich den Prozess? Sie sprechen jetzt das Thema Aufbauorganisation an, das ist natürlich auch ein, wie gesagt, sehr wichtiger Punkt, der nachfolgen muss. Ja, also es bringt natürlich, ganz richtig, wie Sie sagen, nichts, wenn wir diese Trennung beibehalten. Nein, das ist ja genau das Ziel, dass wir diese Trennung auch in der Organisation auflösen. Ja, das wird wahrscheinlich nicht der erste Schritt sein, dass sich Organisation tatsächlich auflöst, aber man kann Teams so bilden, dass eben beide Bereich oder beide Aufgaben, sage ich jetzt mal, beide Rollen im Team abgedeckt werden. Da findet sicherlich auch eine gewisse Verlagerung von Bereichen, die halt sagen wir mal, streng im Ops-Betriebsbereich verankert sind, erfordert sind, eben auch in ein Entwicklungsteam rein oder ein Teil der Rollen wird eben geshared. Ja. Also ganz richtig, ja, man muss letztendlich in letzter Konsequenz auch die Teams so gestalten oder die Organisation dann im weiteren Schritt, dass eben diese organisatorischen Grenzen, diese Silos nicht mehr da sind oder zumindest reduziert werden oder eben ja, abgeschafft werden idealerweise. Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage reinbekommen, und zwar, welche Reihenfolge würden Sie empfehlen, wenn ein Unternehmen sich in einem Wandel hin zur Digitalisierung und dem kulturellen Wandel hin zu einer agilen Organisation sich befindet und gerade Kanban vereinzelt implementiert worden ist? Würden Sie dann die Einführung von DevOps auf Kanban forcieren oder die Themen erst trennen? Ja, sehr interessante Frage, die muss ich mir nochmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Wir sprechen vom Wandel hin zur Digitalisierung und einem kulturellen Wandel hin zu einer agilen Organisation. Ja, also es kommt vor, dass Kanban vereinzelt implementiert worden ist, ja, richtig. Es gibt dazu erstmal keine klare Vorgabe, du musst Kanban von oben einführen oder von unten. Ich sage immer, ich führe dort Kanban ein, wo eben die Überzeugung am besten gelingt und lasse das sich quasi viral ausbreiten, sodass wir sagen, der Change gepult wird. Ja, die anderen sollen davon überzeugt werden, dass sie Kanban einführen. Dann die Fragestellung, würden Sie dann die Einführung von DevOps mit Kanban forcieren oder die Themen erst trennen? Da verstehe ich jetzt die Frage nicht ganz, muss ich zugeben. Also was ich verstehen würde, also man kann DevOps, ich würde DevOps und Kanban nicht trennen. Letztendlich ist kann man so gut wie in jedem Buch zu Kanban, also DevOps nachlesen, dass, wie jetzt eben auch im Vortrag aufgezeigt, das eigentlich siamesische Zwillinge sind, wenn man so will. Ich brauche Kanban und diesen Change-Aspekt vor allem, den Kanban mitliefert, um DevOps zu implementieren, eben schrittweise, peu à peu, da fängt man klein an, um sich dann eben weiter auszubreiten, wie gesagt, eigentlich problemorientiert vorgeht.
Wir haben noch eine Frage reinbekommen. Bei uns sind mehrere Schlüsselpersonen in zwei DevOps-Teams vertreten, Pensum 40, 60 Stunden oder 50 zu 50. Aus meiner Sicht ist dies ein No-Go und sorgt für Admin-Overhead. Wie sehen Sie das? Ja gut, die Frage ist jetzt, was man unter Schlüsselpersonen versteht. Natürlich muss man darauf achten, dass ein Admin-Overhead eben nicht entsteht. Ja. Die müssen, also wenn Sie jetzt, wenn ich das jetzt so verstehe, dass eben die Schlüsselpersonen explizit in diesen Teams zugeordnet sind und damit eine Steuerung eingreifen oder wie auch immer. Das kann ich jetzt nicht ganz aus der Frage rauslesen. Auf jeden Fall ganz allgemein betrachtet kann man es natürlich so sagen, dass im Sinne von Lean jegliche Verschwendung vermieden werden soll. Das heißt, Admin-Overhead im Sinne von Verwaltungs-Overhead oder auch administrativ auf Systemebene zu vermeiden ist. Und in dem Sinne, aber das kann ich jetzt eben nur sehr allgemein beantworten, bestätigt würde ich das auch so sehen, dass das ein No-Go ist und da, sag ich mal, auf Wertschöpfung Wert gelegt werden sollen bei den Aufgaben, die da abgebildet sind. Ja, genau, dann haben wir nochmal. Zur vorletzten Frage kam noch die Frage oder eine Ergänzung rein mit der Frage, würden Sie DevOps und Kanban gleichzeitig als neue Einführung einer Organisation zumuten? Also wie gesagt, für mich macht DevOps ohne Kanban eigentlich fast gar keinen Sinn, ne? Weil die DevOps ist ja wie gesagt eine Philosophie, die eben nicht nur Technologien oder Praktiken, auf die ja oft abgehoben wird mit Automatisierung und so weiter, enthält, sondern eben auch diesen kulturellen Aspekt oder den Werte- oder Mindset-Change erfordert. Ja? Und genau den kann ich eben mit Hilfe von Kanban optimal unterstützen. Beides, das heißt, ich muss aus meiner Sicht beides gleichzeitig einführen. Es ist die Frage, Sie schreiben da, als neue Einführung einer Organisation zumuten. Also wenn man jetzt von Kanban nur im Umfeld von DevOps spricht, dann würde ich das so stehen lassen, wie ich es gesagt habe. Man könnte Ihre Frage natürlich auch dahin verstehen, dass ich Kanban insgesamt in der Unternehmung einführe. Da habe ich, glaube ich, vorher auch schon was dazu ausgeführt. Das kommt immer darauf an, was ich da für Möglichkeiten habe. Also ich würde man muss schon darauf achten, dass man nicht zu viel Veränderung in einer Organisation tut und damit auch zumutet, ja, richtig. Aber wenn wir jetzt nur den Aspekt DevOps angucken, dann gehört Kanban für mich dazu und sind keine zwei verschiedenen Dinge. Ja, ich hoffe, wir haben Ihre Fragen damit beantwortet. Übergebe ich nochmal an dich, Femi, ja, zum Abschluss. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wie gesagt, Sie können uns gerne auch Ihr Feedback in der Umfrage mitgeben, auch Fragen einstellen. Und dort können Sie auch in der Feedback-Umfrage uns mitteilen, welche Webinare oder zu welchen Themen in der Agilität Sie Interesse haben zu Webinaren und auch Ihre Teilnahme an den Workshops, an der Workshop-Verlosung uns dort bestätigen. Wie gesagt, es geht dabei um einen halbtägigen Quick-Scan-Workshop, in dem es darum geht, Potenziale und Möglichkeiten in Ihrer Organisation zu eröffnen. Bei Kanban würde es um einen Einführungsworkshop gehen und bei DevOps stark um das Thema Potenziale. In diesem Sinne, wir bedanken uns sehr für Ihre Teilnahme, hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und freuen uns auf Ihre Feedbacks. Vielen Dank, auf Wiederhören. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis bald vielleicht.